Mal Blicksystematik, und dann der Kontrollblick, und dann nochmal. Also, und wenn das nicht stimmt, gehst du schon durch. Ich sage, es braucht viel mehr, dass man wirklich verkehrssicher unterwegs ist, anstatt nur ein bisschen geradeaus fahren natürlich. Also mit 20 Fahrstunden oder nach 20 Fahrstunden kann man fix auf die Prüfung. Hey, es gibt's, vielleicht braucht man sogar weniger. Es gibt natürlich auch Situationen, wo die Eltern alle sagen, hey, meine Tochter, mein Sohn, die sind doch schon parat für die Prüfung. Die dürfen natürlich gerne mal mitkommen in die Fahrstunde. Könnt ihr hinein hocken, absolut kein Problem. Und dann hast du auch keine Diskussion. Wir zocken die Fahrschüler mit extra Lektionen ab. Nein. Ich sage immer, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wenn der Schüler prüfungsreif ist, dann wird er gerade eine Prüfung angemeldet. Schließlich habe ich einen guten Ruf zu verlieren. Und das ist A und so. Fahren lernen ist viel zu teuer. Ja, also ich verstehe es natürlich, wenn die Leute sagen, hey, es ist viel zu teuer. Es kostet natürlich viel Geld. Was man halt natürlich auch muss bedenken, wir müssen die Ausbildung machen, wir müssen Fahrzeug dazu haben, den Unterhalt vom Auto, Unfallversicherung, wenn etwas ist. Das sind alles die Sachen, die eigentlich wirklich halt dazukommen. Klar, es hat einen gewissen Preis, aber Qualität hat auch einen gewissen Preis. Als Fahrlehrer muss man geduldig sein. Extrem. Auch wenn zum Beispiel hinten dran einer hupet, wenn man vielleicht nicht losfahren kann, immer cool bleiben. Man darf es nicht auf den Schüler übertragen. Das ist einmal so etwas anderes. Und soll sich doch dahinten dort halt wirklich ärgern. Das ist nicht unser Problem, das ist sein Problem. So, Fahrlehrer tun die Schülerinnen belästigen. Ganz klar, nein. Klar, man ist sich ein bisschen näher im Auto, man hockt relativ näher beieinander. Wichtig ist natürlich am Anfang auch aufzuklären, so, hey, los, es kann die Situation geben, wenn ich schnell muss eingreifen muss ins Lenkrad, dass ich vielleicht deine Hand berühre, dass ich irgendwo ankomme, wo ich vielleicht nicht wollte. Das ist wichtig, zum Anfang sich zu besprechen, dass man wirklich alles aus dem Weg räumen kann. Genau, also Fahrlehrer sind mutig, weil sie mit Neulenker direkt auf die Straße gehen. Mut braucht es eigentlich nicht, weil wir haben das gelernt haben. Ja, es hat natürlich schon Situationen gegeben, wo fährt der Schüler geradeaus und dann reißt er einfach das Lenkrad plötzlich nach rechts. Hat es auch schon gegeben, aber du bist ja immer parat. Also deine linke Hand ist immer parat und es funktioniert. Bis jetzt noch nie etwas passiert. Wenn Fahrlehrer privat fahren, sollen sie sich nicht unbedingt an Verkehrsregeln halten? Würde ich so nicht sagen, weil es ist unser tägliches Brot. Wir sind natürlich auch auf den Job angewiesen. Das, was ich lebe, gebe ich auch dem Schüler weiter. So, ich möchte euch noch etwas gerne auf den Weg mitgeben. Habt Geduld mit unseren Fahrschülern, wenn wir unterwegs sind. Man sieht dahin den Kopf schütteln, sich aufregen, die Hände verrühren. Ich habe sehr viele Erfahrungen, die ich mache, dass man wirklich die Autos hinten dran aufhockt. Und es ist einfach vielleicht noch einen kleinen Aufruf geht. Das ist sehr gefährlich. Aber es ist halt wirklich Respekt. Das ist ganz wichtig. Und der fehlt ein bisschen auf der Straße, leider.